Herzlich willkommen zu meinem Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Dieser Podcast befasst sich mit Themen aus der persönlichen Weiterentwicklung, wie zum Beispiel Beziehung, wie zum Beispiel Beruf, Berufung und Stressmanagement und Burnout-Prävention. In den letzten vielen, vielen Folgen habe ich mich mit dem Thema Beziehung befasst und jetzt habe ich umgeschwenkt zum Thema Beruf, Berufung finden. Warum? Weil Beruf, Berufung und Arbeit eine der Hauptmotivatoren für Menschen ist. Wir drücken uns durch unsere Arbeit selbst aus. Wir wirken in der Welt durch unsere Arbeit. Unsere Arbeit gibt uns Sinn. Zumindest ist es schön, wenn es denn so ist. Ich beschäftige mich seit letzter Woche mit dem Thema Berufung finden. Und für viele Menschen hat Berufung ja so etwas von göttlichem Donnerfunken, der dann über dich kommt und dann weißt du plötzlich, was du beruflich machen willst und wie du für immer und ewig glücklich und erfüllt sein kannst. Na, ganz so einfach ist es nicht. Deswegen drösel ich für dich in den nächsten Folgen auf, wie du überhaupt zu deiner Berufung kommen kannst, falls du dir darum noch nie Gedanken gemacht hast. Und heute ist der erste Baustein des Themas Berufung das Thema Leidenschaften. Leidenschaften und Passion, Passions. Und ich beschäftige mich heute mit dir mit der Frage, was bringt mein inneres Feuer so richtig zum Glühen? Ich bin mir sicher, du hast auch ein Feuer. Vielleicht hast du es noch nie entfacht. Vielleicht musst du es auch erst suchen, aber dieses Feuer gibt es garantiert. Insofern mach es dir gemütlich, abonniere meinen Kanal, gib mir ein Like bei Spotify oder bei iTunes. Und abonniere auch gern meinen YouTube-Kanal. Ich freue mich immer über Austausch mit dir. Schreib mir in meiner Facebook-Gruppe oder über Instagram oder auf meiner Website oder abonniere meinen Newsletter auf meiner Website www.mindfulconnection.de, damit du keine Informationen mehr verpasst. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe und bis gleich. Ich untersuche in den nächsten Folgen jetzt die Bestandteile einer schönen Berufung, ganz down to earth, ganz basic, damit du auf jeden Fall nach und nach in Ruhe herausfinden kannst, wofür du eigentlich auf dieser Welt bist und wie du am besten deine Talente in der Welt zum Ausdruck bringst und damit auch noch Geld verdienst. Das sollte man ja nicht übersehen. Heute widme ich mich dem Thema Leidenschaften oder Passions. Wie das Wort Leidenschaften schon sagt, es geht darum, wofür brennst du wirklich? Und vielleicht hast du dich noch nie so wirklich mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen helfe ich dir in dieser Folge mit einigen Tipps, die ich mit dir teile, wie du deinem inneren Feuer so richtig schön auf die Schliche kommen kannst. Ein kleiner Ausflug in meine Geschichte, damit du das Thema Leidenschaften vielleicht besser verstehst. Mir wurden meine Leidenschaften nie ausgetrieben. Ich habe irgendwann in der Pubertät gemerkt, dass ich totale Leidenschaft für die Bühne habe. Ich habe total gerne geschauspielert. Das war so die erste starke Passion, mit der ich in Verbindung gekommen bin. Und wie es dann so ist, haben die Eltern mir verboten, auf eine Schauspielschule zu gehen. Also habe ich das nächstbessere genommen, nämlich ich bin Journalistin geworden. Besser gesagt, ich fing an, in den Medien zu arbeiten als Regisseurin. Und das war auch ein wundervoller Beruf, aber die Passion, meine Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen, in andere Figuren zu schlüpfen, hat mich nie wirklich verlassen. Also habe ich meine Passion quasi nebenher ausgelebt. Ich habe dazu noch das Passende studiert. Ich habe Theaterwissenschaften studiert und habe aber einfach gemerkt, diese Passion hat mich nie losgelassen. Ich weiß noch, in meinem alten Beruf als Redakteurin habe ich manchmal so die Moderatorinnen beneidet, die vor der Kamera standen, aber gar nicht, weil ich irgendwie unbedingt vor die Kamera wollte, sondern weil ich mir dachte, Mann, ich möchte auch, dass mich Leute sehen. Ich möchte auch, dass ich was zu sagen habe und dass ich nicht hinter der Kamera bin, sondern vor der Kamera. Und habe einfach gemerkt, dass ich so eine kleine Rampensau in mir habe, die sich allerdings beruflich nie so richtig ausgelebt hat. Mittlerweile, wie du siehst, integriere ich diese Leidenschaft, vor der Kamera zu stehen, in meinem derzeitigen Beruf als Trainerin und Coach. Auch wenn ich nicht viele Follower habe hier bei YouTube, auch wenn ich nicht viele Podcast-Zuhörer habe oder es noch deutlich mehr sein könnten, ist mir total wurscht. Ich liebe es einfach, die Themen der persönlichen Weiterentwicklung weiterzutragen und wünsche mir einfach ganz viel Gratis-Output für dich, damit du anfängst, dich genau mit diesen wichtigen Themen zu befassen. Insofern habe ich in meinen Coaching-Trainerberuf meine Leidenschaft als Rampensau integriert. Und damit siehst du schon eine wichtige Sache. Dass wir unsere Passionen kennen, heißt nicht zwingend,
dass wir damit auch arbeiten müssen oder Geld verdienen müssen. Das Thema müssen ist sowieso schwierig, weil alles, was wir müssen, fühlt sich nicht mehr leicht und frei an. Kommen wir nun also zu den Passions. Eine wichtige Unterscheidung möchte ich direkt machen. Deine Leidenschaften sind nicht deine Stärken. Wie ist das gemeint? Eine Stärke ist zum Beispiel etwas, was du automatisch richtig und gut machst, was dir gar nicht mehr auffällt. So zum Beispiel kann eine Stärke sein, dass du offen bist und in großen Gruppen keine Schwierigkeiten hast, auf Menschen zuzugehen. Das fällt dir allerdings nicht auf, weil das für dich ein ganz natürlicher Bestandteil deines Wesens ist. Oder du bist eine introvertierte Person, denkst, es ist vielleicht blöd, so oft ruhig zu sein in großen Gruppen, aber du merkst gar nicht, dass es eine riesige Stärke von dir ist, weil du sehr gut zuhörst und sehr gut lernst, in diesen Gruppen Menschen einzuschätzen. Eine Stärke ist also etwas, was uns wirklich leicht fällt. Es ist ein Wesenszug, ein Bestandteil unseres Charakters. Passions wiederum können etwas sein, was wir wahnsinnig gerne machen. Vielleicht singst du gerne leidenschaftlich Karaoke und bist immer die Erste auf der Bühne. Da brennt dein Feuer, da hast du richtig, richtig Freude. Oder du kochst total gerne, du liebst es, kleine Muffins zu backen. Das ist deine Passion, es ist keine Stärke, es ist deine Passion. Bei welchen Gesprächsthemen geht dir richtig einer ab? Bei welchen Gesprächsthemen, wo du vielleicht vorher so ein bisschen abgedriftet bist und vor dich hingepennt hast, leuchten plötzlich deine Augen? Mit welchen Menschen bist du gern zusammen? Wie sind diese Menschen? Welche Menschen begeistern dich? All das sind gute und wichtige Fragen, um deinen Passions auf die Schliche zu kommen. Passions haben ganz viel mit unserer intrinsischen Motivation zu tun. Eine intrinsische Motivation ist eine Motivation, die aus uns herauskommt. Wir werden nicht durchs Außen zu etwas motiviert. Zum Beispiel, wir werden nicht durch Geld motiviert, etwas zu tun, sondern wir haben diese Motivation ganz natürlich in uns. Wo bist du richtig engagiert? Wo bist du richtig intrinsisch motiviert? Bei welchen Themen? Zum Beispiel bei mir ist es das Thema vegane Ernährung. Meine intrinsische Motivation ist ganz klar, ich liebe Tiere. Meine intrinsische Motivation ist es, wirklich irgendwann das Leben zu erleben, den Zeitraum zu erleben, wo Menschen aufgehört haben, Fleisch und tierische Produkte zu essen. Da bin ich intrinsisch motiviert, weil ich einfach mich verbunden fühle mit dem Leben, mit Lebewesen und das schon als Kind gefühlt habe. Das ist meine stärkste Motivation. Ich fühle ganz empathisch mit den Wesen mit und esse schon seit gefühlten 20, 30 Jahren mittlerweile kein Fleisch mehr und seit 15 Jahren vegan. Meine Passion ist es auch, das zu kommunizieren. Daher hatte ich vor 3 Jahren angefangen, einen Podcast aufzunehmen, der sich mit diesen Themen, mit veganen Ernährungsthemen, mit Tierschutzthemen befasst hat. Ich bin dann allerdings durch eine persönliche Weiterentwicklung umgeschwenkt auf diese Themen der persönlichen Weiterentwicklung. Nichtsdestotrotz liegt mir das andere Thema nach wie vor am Herzen und ich bin mir auch sicher, dass dieses Thema irgendwann noch einmal hochploppt. Also, um deine Leidenschaften herauszufinden, um dein inneres Feuer zu spüren, geht es darum, deine intrinsischen Motivationen herauszufinden. Daher stelle ich dir jetzt 3 Fragen, an denen du herausfinden kannst und dich entlanghangeln kannst, um zu deiner Leidenschaft, um zu deinen Leidenschaften zu kommen. Und ganz wichtig, oft sind Leidenschaften die Dinge, wo wir das Gefühl haben, das kann niemals unser Beruf werden. Damit können wir niemals Geld verdienen. Glaube mir, man kann, wenn man sich gut kennt, wenn man seine Leidenschaften kennt, seine Stärken, seine Motivatoren. Es wird diesen Beruf geben, der dich total erfüllt. Der wird aber nicht nur über deine Leidenschaften kreiert. Aber es ist wichtig zu wissen, welche Leidenschaften du hast. Also, hier kommen meine Fragen für dich. Frage Nummer 1. Welche Themen bringen dein Herz zum Grinsen? Andersrum gefragt, bei welchen Themen geht dir richtig einer ab? Und wirklich, auch hier begrenze dich nicht. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Schreib einfach alles, was dir einfällt, in einer freien Schreibarbeit auf ein Blatt Papier. Was bringt dein Herz zum Tanzen? Frage Nummer 2.
Womit beschäftigst du dich am liebsten und vor allen Dingen voller Enthusiasmus? Bei welchen Gesprächsthemen gehen deine Lampen an? Bei welchen Filmen bist du total am Haken? Welche Bücher inspirieren dich? Und allein wenn du das mal aufschreibst, ganz konkret, vor allen Dingen bei Filmen, worum es da eigentlich geht, das ist meistens ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mit 20 König der Löwen geguckt und bis heute ist es mein absoluter Disney-Lieblingsfilm. Ich liebe diesen Film einfach und ich konnte lange nicht sagen, warum ich den eigentlich so liebe. Ich weiß es mittlerweile, aber nur weil ich mich sehr lange mit meinen eigenen Themen beschäftigt habe. Die Reise des kleinen Simba zum König, das war das, was mein Herz bewegt hat. Seine Reise, sein Erwachen in seine Rolle, das, wofür er immer bestimmt war. Das hat mich total berührt. Es ist die Reise einer Identitätssuche. Wer bin ich? Was habe ich hier auf dieser Welt verloren? Das ist seine Reise und das ist so in Resonanz mit mir gegangen. Es hat mich so berührt. Ich habe diesen Film 4-mal hintereinander geguckt. Ich saß heulend im Kino und ich konnte bis vor einigen Jahren nicht sagen, warum ich diesen Film so geliebt habe, warum er mich so tief berührt hat. Und für mich ist das Kernthema wirklich die Reise, die Suche nach seiner Bestimmung. Warum bin ich auf dieser Welt? Welchen Platz darf ich hier einnehmen? Und das ist seine Reise im Film. Also ganz toller Film, guck ihn dir unbedingt an. Und Frage Nummer 3, auch ganz wichtig. Wenn du ganz viel Geld hättest, für welche Weiterbildungen, welche Fortbildungen würdest du sofort ohne zu zögern Geld ausgeben? Diese Übungen bringen dir natürlich nur etwas, wenn du sie niederschreibst. Es sind jetzt einige Fragen, die ich dir mit an die Hand gegeben habe, aber ich versichere dir, wenn du merkst, dass du so einen intuitiven Zugang zu deinen Passions bekommst, auch wenn du vielleicht jetzt am Anfang denkst, oh mein Gott, keine Ahnung, was meine Leidenschaften sind, ich bin mir sicher, du hast sie. Versuch diesen spielerischen Umgang damit zu finden, versuch über Filme, über Bücher zu gehen. All das, was dich berührt, hat Wert und es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, was da eigentlich in dir anklingt, denn das ist meistens deine Seele, die dir etwas sagen will. Ich hoffe, ich konnte dich sehr für das Thema Leidenschaften und Traumberuf oder Berufung begeistern. Wir sind natürlich noch nicht am Ende, um deine Berufung zu finden. Meistens findet sie dich selbst, aber manchmal suchen wir auch ganz konkret und bewusst danach. Darfst du dich öffnen für ganz viele andere Bereiche, die wir in den nächsten Folgen berühren werden? Denn da geht es um Stärken, um deine Motivatoren und auch darum, dass es den Traumjob, so wie du ihn leben möchtest, noch vielleicht gar nicht gibt, sondern dass du ihn selbst kreieren darfst. Wie das geht, das verrate ich dir aber alles in den nächsten Folgen. Ich hoffe, dass dich das Thema Leidenschaften wahnsinnig berührt hat. Mich berührt es immer wieder, weil ich liebe es, mich mit meinen Leidenschaften zu beschäftigen. Ich hoffe, ich konnte dein Feuer auch dafür entfachen. Hinterlass mir gerne ein Feedback, gerade weil ich vom Thema Beziehung jetzt relativ unsanft geswitcht bin auf das Thema Berufung. Vielleicht bist du etwas irritiert, lass es mich auch gerne wissen. Aber da ich Coach bin für mehrere Lebens- und Themenbereiche, ist es mir wichtig, auch über diese Themenbereiche zu sprechen und nicht nur über das Thema Beziehung. Ich hoffe, du kannst mir folgen, abonniere gerne meinen Kanal, folge mir bei Instagram @amindfulconnection. Oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ich freue mich total auf dich. Ich freue mich auch über ein Feedback. Ich hoffe, du konntest was mit Passions anfangen. Und ich hoffe, du beschäftigst dich jetzt intensiv mit deinem inneren Feuer. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Alles Liebe. Wenn du ein Coaching buchen möchtest, freue ich mich unter www.mindfulconnection.de. Kannst du mit mir in Kontakt treten. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Alia.